Benefizkonzert in der Johanneskirche. Volle Ränge beim Auftritt des Musikchors der Freiwilligen Feuerwehr Großen Linden in der Johanneskirche in Gießen. Zugunsten der rund 100 Jahre alten Kirche, die eine Sanierung im Wert von 1,5 Millionen Euro benötigt, wurde dieses Benefizkonzert von der international erfolgreichen Brassband aus Großen Linden gespielt. Mit Stücken von Ennio Morricone, Beethoven, John Williams und vielen mehr erfüllten sie die Kirche mit kraftvollen und melodischen Klängen und überzeugten das Publikum von ihrem Können. Ihr Talent spiegelt sich auch in ihren Erfolgen wider. Goldmedaillen auf dem World Music Contest zählen ebenso dazu wie die Vertretung der Bundesrepublik in New York bei der Stäubenparade und ihr Auftritt im Tatort. Nun will der Musikchor einen neuen Erfolg verzeichnen. Die Erneuerung und Sanierung der Johanneskirche mit Hilfe der erspielten Spendengelder.